Nächste Runde, BVB. Nach Punkten habt ihr sie schon. Aber jetzt nicht für die Galerie. Wir machen hier nichts mehr für die Galerie. Was macht denn jetzt der BVB? Dass Borussia Dortmund einfach wieder inzwischen in der Verfassung ist, die ein bisschen ähnelt der von der Hinrunde aus der letzten Saison. Und Schalke hat im Gegenteil dazu erfahrene Spieler in seinen Reihen. Ich glaube, das könnte ein Faktor sein, der für Schalke 04 spricht. Ich aber glaube, dass es gerade so ist, dass die Bayern in der Hinrunde dann sehr, sehr stark geworden sind und sehr, sehr schnell sehr, sehr stark. Guckt man sich das Gesetz der langen Serie an, dann muss man ja sagen, dass Gladbach der Einbruch quasi eigentlich schon ab dem 5. oder 6. Spieltag prophezeit worden ist. Ulrich Hoeneß ist nicht nur Präsident, sondern auch Wurstfabrikant gewesen. Wollten Sie gerade sagen, für eine schöne Wurst. Habe ich gerade bei Ihnen den Begriff Wurstfaktor rausgehört? Der X-Wurstfaktor, so. Aus der Hauptstadt, der Foodie-Club. Heute mit Florian Haupt, Stefan Osterhaus, René Schmöckwitz, Moderation Joe Hunter Schmeichel. And now, ladies and gentlemen, it's talk time. Im deutschen Privatfernsehen, meine Damen und Herren, da gibt's Castingshows. Weil wir vom Foodie Club, das deutsche Privatfernsehen, für die sittlich-moralische Schule der Nation halten, gibt's sowas bei uns jetzt auch. Wir wollen heute mal die Meisterschaftskandidaten, wie sie sich zu Beginn der Rückrunde der Bundesliga herausgeschält haben, nach ihrem X-Faktor fragen. Der X-Faktor ist das, was den Castingkandidaten besonders macht. Und bevor ich jetzt hier mit Dieter Bohlen-Sprüchen anfange oder so, was ein ganz anderes Format ist, sage ich zu Florian Haupt, wer ist Ihr Favorit auf die Meisterschaft? Also ich habe ja schon im Sommer für diese Mannschaft plädiert. Es gab da eine schwierigere Phase, aber jetzt denke ich, Borussia Dortmund ist besser aufgestellt denn je. Und deshalb denke ich auch, wenn sie ihren Titel verteidigen. René Schmeckwitz. René Schmeckwitz ist immer ein Mann der Außenseiter gewesen und deswegen kann der deutsche Meister nur Borussia Mönchengladbach halten. Am Markt, wo der CEO der Schmeckwitz Limited Borussia Mönchengladbach sieht, sieht der Westen wen? Den FC Schalke 04. Da gibt es gute Argumente, die mich dazu bewogen haben, meine Entscheidung oder meine Prognose aus dem Sommer zu ändern. Ich denke, Huub Stevens hat da was geschaffen, was an ein kleines Wunder grenzt. Und das wird nach einem anderen Wunder münden, nämlich zum ersten Mal seit über einem halben Jahrhundert die deutsche Meisterschaft für Schalke 04. Es ist interessant, dass ich als Joe Hunter Schmeichel und Halbamerikaner jetzt Stefan Osterhaus widersprechen muss. Ich mache das so äußerst ungern, werde aber Argumente für den FC Bayern München hervorbringen, von denen die Runde noch nichts ahnt, die aber alles hinwegfegen, aber wo Außenseiter doch die sympathischsten sind. René Schmeckwitz hat sich ganz fein gemacht, ne? Der Kragen. Borussia Mönchengladbach. Frisch gestärktes Was Hemd, ja. Was ist da der... Frisch gestärktes Hemd. Entscheidende Clou. Genau. Güntrich Netzer trägt auch frisch gestärkte Hemden. Er ist eine Legende. Eine Gladbacher Legende. Er ist eine Gladbacher Legende, aber eine Legende auf dem Platz. Jetzt ist er eine Legende als Analytiker. Und unser Güntrich hat vor kurzem, also er hat sich, manchmal widerspricht er sich seinen Meinungen in relativ kurzen Abständen, aber nach ersten Zweifeln hat er dann kürzlich geäußert, dass er Borussia Mönchengladbach durchaus die Meisterschaft zutraut. Und er hat das auch ein bisschen verbunden mit dem Spiel, was die Gladbacher momentan zeigen. Das ist gepflegtes Kurzpassspiel, verglichen mit dem Tiki-Taka des FC Barcelona. Und wenn man sich anguckt, wenn ich jetzt so denke, eigentlich muss man gedacht, wie ihr denken, Konterfußball, FC Barcelona, Ballbesitz 70% oder so, passt jetzt vielleicht nicht ganz zusammen, aber gut. Wer wäre ich, dem Güntrich zu widersprechen? Insofern absolut. Das getrauen wir uns alle nicht. Also wir reden hier ja nicht in erster Linie über Güntrich ja selbst, sondern aus, über einen Trainer. Wir zeichnen uns aber dadurch aus, dass wir keine Götter neben ihm haben, der uns gleich sicherlich noch beehren wird. Also insofern dürfen wir auch Hiss Günther mal widersprechen. Richtig, ja. Okay,
Aber? Es gibt doch einen entscheidenden Clou, wenn Barcelona gesagt wird, Lucien Favre, der Schweizer Trainer, das ist schwer zu korrigieren, wenn wir machen Ballverlust, ist ja nun derjenige, der den FC Barcelona zu seinem großen Ideal irgendwie erkoren hat und auch also manisch Videos analysiert und Spieler auf dem Reißbrett ist, reicht das? Also wenn man sich anguckt, was Lucien Favre mit Hertha BSC geschafft hat, der Kader war weit schlechter bestückt, würde ich mal sagen. Hat bis, glaube ich, 2 Spieltage vor Schluss um die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Ja. Ist dann Vierter geworden, was immerhin dieses Jahr für die Leistung was damals nicht gereicht hat für die Champions League. Aber Sie haben es ja eben gerade gesagt, Herr Schmöckwitz, also die Frage ist halt tatsächlich, wie lässt sich das irgendwie jeden Spieltag durchhalten? Die Frage ist, guckt man sich das Gesetz der langen Serie an, dann muss man ja sagen, dass Gladbach der Einbruch quasi eigentlich schon ab dem 5. oder 6. Spieltag prophezeit worden ist. Er ist nicht eingetreten, sie sind auf Tuchfühlung mit den 3 führenden Vereinen. Und ich glaube, wenn sie vom Verletzungspech verschont bleiben, dann ist ihnen vielleicht im Endspurt als Überraschungsteam, was dann vielleicht den geringsten Druck hat, ist ihnen doch die Sensation zuzutrauen. Das hört sich nicht ganz falsch an. Es ist aber irgendetwas, wo ich mich frage, also von hinten kommen und auch Stefan Osterhaus hat nicht dran geglaubt, ob das nicht auch irgendetwas ist, was beim FC Schalke 04, also der fehlende Druck für diese Mannschaft sprechen könnte. Ich denke, dass der Druck mittlerweile da ist, denn die Erwartungshaltung der Fans ist mittlerweile riesig. Und das formuliert sich jede Woche beim FC Schalke 04 im Stadion. Also Druck ist da genug da. Die warten seit mehr als einem halben Jahrhundert auf die Meisterschaft. Und sie ist ja oftmals denkbar knapp vergeben worden. 2001, 2007 auch unter dem attraktiven Fußballlehrer Mirko Slomka. Und auch 2005 unter Ralf Rangnick, als man zunächst die Bayern geschlagen hat. Zwei gut aussehende Fußballlehrer, würden Sie sagen, dass Rüb Stevens auch ein gut aussehender. Der bestaussehendste von allen. Der bestaussehendste, gar keine Frage. Ja, der Bruce Willis, schauen sich vor allen Dingen mal die alten Aufnahmen an, als Schalke 04 1997 UEFA-Cup-Sieger war. Da sahen sie einen durch und durch virilen Typen im Trainingsanzug beim FC Schalke 04 auf der Bank, der in der Bundesliga ohne Konkurrenz war, ein Weltklasse-Nasskämmer. Ja. Der fast schon zum Rollenmodell für Michel Friedmann geworden die war. Die Frage ist, wenn er 1997 jetzt so ungeheuer viril war, Florian Haupt, gerade gegen den Borussia Dortmund, was hilft das Schalke jetzt? Naja, also ich muss da Stefan Osterhaus schon erstmal recht geben. Also Huub Stevens ist der entscheidende Faktor. Man könnte sozusagen sagen, also kein Trainer hat so gut zu Schalke gepasst wie Huub Stevens, seit Huub Stevens eigentlich weg war damals. Er ging damals freiwillig zu Hertha BSC, wenn wir uns erinnern. Und man hat eigentlich zum ersten Mal wie das Gefühl, dass dieser Verein in sich ruht. Seitdem. Und das hat Huub Stevens geschafft. Und er hat im Prinzip auch mit gar nicht so unähnlichen Rezepten wie damals. Also er hat damals bei der Fassmeisterschaft war es, glaube ich, Andi Möller, damals der große Coup. Dann vorne drin Ebbe Sand und Emilien Penzer. Ein Dreieck vorne, was nie wieder so gut gespielt hat. Also lass mal Andi Möller beiseite, der war damals am Ende, aber die anderen beiden nie wieder danach so gut gespielt hat. Das wird heute kopiert. Und dahinter einfach sehr solides zwei Bollwerke im Mittelfeld und Abwehr und vorne 3 Ausnahmefußballer eben. Und die da heißen? Raoul, Huntela. Und jetzt Fafan, Obasi, vier hervorragende wer auch Fußballer immer. Und das scheint doch ein sehr, sehr probates Mittel zu sein, um auf Schalke zu reüssieren. Und ich finde es charmant, dass das sozusagen... Das ist absolut charmant, wie er es geschafft hat, halt eben auch diesen Verein zu befrieden. Auch dieses schlechte Klima, das dann zwischenzeitlich durch Raoul in diese Mannschaft kam. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Das hat er sehr gut gemacht. Also wenn es um Man-Management geht, verdient er eine glatte 1 oder AAA oder was auch immer, was man ihm da verleihen kann. Also das macht er ganz ausgezeichnet. Also ich beim FC Schalke 04 interessant fand, war, dass ich mich mit denen in der gesamten Vorrunde im Grunde gar nicht auseinandergesetzt hatte. Also er kommt auf leisen Socken. Angeschlichen. Gladbach war das Überraschungsteam. Ja. Und was gegen sie sprechen könnte, wäre, dass wenn man dann 2-0 gegen den FSV Mainz 05 oder so einkalkulieren muss, dass sie dann ein großes Nervenflattern kriegen. Aber bei Schalke ist das also so immer so irgendwie, dann auch mal wieder verloren, aber immer dabei gewesen. Sie haben jetzt schon noch mal einen drauf.
draufgesetzt. Also seitdem, ich denke, die sind so dahin geplätschert bis zu diesem Spiel gegen Bremen, was, glaube ich, das letzte oder vorletzte der Hinrunde war, wo man also plötzlich mit einem Knall 5:0, wo auch dieses spielerische Potenzial, das man denen gar nicht zugetraut hätte, auf einmal zu sehen war. Und jetzt die beiden Spiele in der Rückrunde waren schon sehr überzeugend. Also die haben auf jeden Fall einen Rücken. Und ich bin da auch sehr beeindruckt davon. Ich halte das auch für einen starken Bewerber. Ich glaube nur, dass Borussia Dortmund einfach wieder inzwischen in der Verfassung ist, die ein bisschen ähnelt der von der Hinrunde aus der letzten Saison, wo die, glaube ich, gegen zwei Drittel der Bundesligisten einfach schon mal überhaupt eigentlich keine Probleme haben, weil die einfach überrollen vom Anpfiff weg. Und dann bleiben noch ein paar Spitzenclubs, die sie bis auf Schalke 04 alle zu Hause spielen werden. Die müssen alle nach Dortmund kommen. Und dann sehe ich, sagen wir mal... Was für eine Schlacht können wir uns da freuen in der Gelsenkirchen-Arena. Genau, aber da sehe ich bei Borussia Dortmund, sagen wir mal, also wirklich mit viel gutem Willen maximal zwei Spiele, die verlieren, jetzt noch von den übrigen, aber eher eins und vielleicht noch ein, zwei Unentschieden. Und das ist dann so eine Punkteausbeute, die reichen sollte zur Meisterschaft, die ich bei keiner anderen Mannschaft sehe. Ja, nun hatten sie ja in der Hinrunde diese Saison Probleme und man hat gesehen, wie es ist, wenn sie in Europa auftreten sollen. Und was sie nicht mehr tun. Ja, also ja, absoluter toll. Vorteil. Ja, großartig natürlich. Irgendwie gelaufen. Aber kann es nicht passieren, dass sie trotzdem auch in der Bundesliga dann, dass sie das Gleiche einholt? Letzten Endes stelle ich hier mal in die Runde, René Schmeckwitz, wie gegen Olympique oder so, dass sie dann irgendwie sagen, na okay, oh Mann, jetzt und dann ja, kommt ihr Vorteil ein Konter. Ihr Vorteil ist, dass sie einfach, also sie sind fokussiert auf den Meistertitel. Bei den Bayern muss man natürlich immer davon ausgehen, dass sie im Hinterkopf haben, das seit Jahren propagierte Endspiel in der eigenen Arena, also was sicherlich ein großer Stressfaktor für den ganzen Verein ist. Ja, aber ich habe schon klar plädiert für die andere Borussia. In der Beziehung überlasse ich es mal meinem Kollegen Herrn Haupt, das Plädoyer für Dortmund zu sprechen. Also wir haben es hier mit zwei Favoriten und zwei Außenseitern zu tun. Aber ich denke auch, dass vielleicht diese Favoritenbürde sich für Borussia Dortmund zum Nachteil entwickeln kann. Also letztes Jahr hatten sie nichts zu verlieren. Sie kamen aus der Position des Außenseiters heraus. Wenn sie die Tabelle jetzt anführen werden, sind sie der Favoriten. Dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Und Schalke hat im Gegenteil dazu erfahrene Spieler in seinen Reihen. Man hat da zum Beispiel einen Raoul, man hat einen Hüntelaar. Das sind Spieler, die große Clubs gesehen haben, die viele extreme Situationen auch miterlebt haben. Und ich glaube, das könnte ein Faktor sein, der für Schalke 04 spricht. Nicht der X-Faktor, der kommt gleich. Naja, ich meine, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt bei Favoriten sind, möchte ich doch noch mal eine Lanze auch für den FC Bayern München brechen. Und zwar mit einem Argument. Josef Heynckes. Ja? Und man darf ja nicht vergessen, Borussia Mönchengladbach hat die Bayern weggefegt. Zweimal. Beim ersten Mal in München, das war das erste Spiel. Da haben sie geschickt verteidigt und 1:0 gewonnen. Die Frage wäre natürlich gewesen, was wäre gewesen, wenn der weltbeste Torhüter sich nicht immer eine Auszeit genommen hätte. Eben, in genau. Die Frage müssen wir auch stellen. Die Frage ist auch, ob der weltbeste Torwart nicht inzwischen eigentlich schon in Mönchengladbach im Tor steht. So, wenn man sich das jetzt mal über die Saison anschaut. Jetzt wollen wir aber mal sagen, genau das ist es nämlich. Die Bayern haben viermal verloren in der Vorrunde. Und da gibt es dann Defaitisten wie Florian Haupt, die sagen, das war gegen Tuchel, gegen Slomka, gegen Klopp und gegen Favre, gegen die vier besten Trainer und Josef Heynckes, Don Osram wird das irgendwie nicht biegen. Ich aber glaube, dass es gerade so ist, dass die Bayern in der Hinrunde dann sehr, sehr stark geworden sind und sehr, sehr schnell sehr, sehr stark. Und dass es beim FC Bayern immer so ist, dass wenn es irgendein Gefühl vom, es läuft nicht rund und wir sind ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, dass also auch ein Spieler wie Bastian Schweinsteiger oder so jetzt derjenige ist, nach seinem Schlüsselbeinbruch, der in die Bütt geht und sagt, ich lasse mir das nicht gefallen. Wir haben den besten... Wir haben den besten Kader, wir haben einen erfahrenen Trainer, wir haben einen, zum X-Faktor kommen wir ja noch. Wir haben auch einen wirklich hervorragenden Torwart und die Niederlagen in der Hinrunde, kann man sagen, hätte so ausgehen können. Gegen Hannover 96 hätte auch so ausgehen können. Da war auch eine Menge Pech dabei. Und Sie gerade angesprochen haben, also Bastian Schweinsteiger und sozusagen diese Leaderqualitäten, das ist ja eine große Debatte in München. Also Oliver Kahn war da ja zum Beispiel anderer Meinung im Sommer. Und, von Bastian Schweinsteiger zeigen sich ja immer erst dann, wenn er nicht dabei ist. Genau, also ich halte sehr viel von Bastian Schweinsteiger und ich denke auch, er
ist der Einzige, der da so ein bisschen vielleicht diese Rolle ausnehmen kann. Der Rest der Mannschaft ist aber leider extrem blutleer, wenn ich mir die letzten Auftritte anschaue. Also ja. da ist keine Spannung drin, da ist keine, das wird so später eher bürokratisch, werden diese Spiele so runtergewirtschaftet und wenn sie halt so gut laufen, dann werden sie auch, klar, aufgrund der Qualität und auf des technisch schönen, guten Fußballs auch relativ locker gewonnen. Wenn aber Widrigkeiten auftreten, dann ist da, also fällt bei Bayern dieses Jahr auf die jegliche Absenz von irgendeinem Plan B. Und ich denke, Ein 2:1 war unter Ottmar Hitzfeld nicht falsch und kann auch richtig bleiben. Ja, aber genau diese Spiele gewinnen sie ja nicht. Diese Spiele, jetzt die sie Wolfsburg, das ging gegen Wolfsburg zu Hause, das ging gerade mal so eben. Und am Ende haben sie noch 2:0 gemacht. Aber vielleicht sollten wir mal jemanden anderes fragen, der über uns steht und der das aus einer anderen Perspektive betrachtet, nämlich den lieben Gott. Vielleicht sehen wir dann ja schon klarer. Mit Hacke, Spitze, 1, 2, 3, da wird das nix. Das ist brotlose Kunst. Ja, Hacke, Spitze, 1, 2, 3, ja, wird spricht, das nichts, ja. lieber René Schmeck. Aber ich als alter Atheist, also für mich sind die Sprüche des lieben Gottes sowieso bloß... Sie sind halt ein Ostler, ne? Ja. Ein Heretiker. Damit sind wir jetzt bei einem nächsten Thema. Das sind wir bei der Metaphysik. Bis jetzt waren es Argumente. Und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, was denn sozusagen im Hinterstübchen und was denn das Distinguishing Feature ist. Und da würde ich dann auch noch mal wieder bei Borussia Mönchengladbach anfangen. Was haben die denn, was kein anderer hat und was sie durchtragen wird? René Schmeckwitz. Okay, also zunächst haben sie mal ihren Ergänzungsspieler Lukas Rupp kürzlich zu Paderborn transferiert. Rupp, wie Rupp? Das als großer Unruhefaktor, ne, in der Mannschaft, der ja nicht aufgetreten ist. Nein, aber ganz ernsthaft, der faule Apfel. Ich bin als Mann der Zahlen, gucken mir natürlich immer auch diverse Muster in der Historie an und gucken wir genau 20 Jahre zurück. 20 Jahre, das Jahr 1992. Hannover 96 wird deutscher Pokalsieger als Zweitligist. Unter Lorko Lorkowski, aber das ist eine andere Geschichte. René Schmeckwitz macht in diesem Hemd und in diesem Schlips macht an der Wall Street seine erste Million. Lire? Ja. Die gab es ja damals noch. Darauf tranken wir schon damals ein. Genau. Aber wenn man das jetzt mal auf die Bundesliga bezieht, dann haben wir eine vielleicht ähnliche Situation. Also können wir eine ähnliche Situation vorfinden. Und zwar haben damals, gab es auch drei, vielleicht sogar mit Kaiserslautern, Kaiserslautern als Verteidiger der deutschen Meisterschaft. Stuttgart, Dortmund und Frankfurt. Frankfurt, genau. Mit Tuchfühlung Kaiserslautern noch am 19. Spieltag. Am Ende zeigte sich, es gab ein Dreierrennen. Es hätten also alle drei Vereine deutscher Meister werden können, kurz vor dem letzten Spieltag. Und am Ende siegte, weil Frankfurt in Rostock verlor, siegte der eigentliche Außenseiter, also das eigentlich spielerisch schwächste Team, und zwar das vom VfB Stuttgart. Unter Christoph Daum. Genau, unter Christoph Daum, damals mit Matthias Sammer, mit Diego Buchwald. Mit wem? Genau. Und ich würde mal sagen, wenn wir annehmen... So hat es damals der Kommentator von ESPN ausgesprochen. Genau, den genau. Den der Wall Street, genau. Den haben sie danach entlassen. Hätten sie doch auch gemacht. Ja, genau. Hätte ich auch gemacht. TV, oder? Genau. Nein, aber wenn wir uns das angucken, dann ist doch durchaus möglich, dass der Außenseiter, also das nominell schwächste Team, durchaus die Nerven behält. Und ich würde sagen, der X-Faktor spricht für, also der X-Faktor für Borussia Mönchengladbach ist sozusagen die Chronik, also ist die Historie, sind die Zahlen, Schaltjahr, 20 Jahre später. Geschichte wiederholt sich doch. Historischer Materialismus. Und dagegen hat das kleine menschliche Individuum schon immer schlecht ausgesehen gegen die Planetenkonstellation. Und deswegen kann dieser Faktor eigentlich nur dazu führen, dass Borussia Mönchengladbach Meister wird. Wenn wir drei jetzt sagen, ist das überzeugend oder nicht? Es muss ja rausgewählt werden. Wir sind jetzt die Jury. Einigermaßen überzeugend? Nein. Einigermaßen überzeugend? Nein.
Ich bin halbwegs überzeugt, ich brauche sie noch beim FC Bayern. So viel erstmal so zu den Borussen. Ja. So, und dann haben wir die Knappen. Wo haben wir da einiges? Die Knappen, ja. Wir hatten ja eben schon das wunderbare Stichwort Metaphysik. Und ich habe ja immer gesagt, also auch damals in einem Interview mit dem tödlichen Pass, dass ich an eine gewisse Metaphysik im Fußball glaube. Dazu stehe ich auch. Und wenn wir auf das Jahr 2001, Entschuldigung, als Schalke 04 diese Meisterschaft knapp verloren hat, aufgrund unglücklicher Umstände. Das sind 11 Jahre. Ne? Das ist natürlich auch eine schöne Zahl, 11 auf der einen Seite. Also ich bin aber kein Zahlen. Wie eine Mannschaft Spieler hat. Eine mystische Zahl. Eine mystische Zahl, sicherlich, aber ich bin trotz alledem kein Zahlenmystiker, lieber Schmöckwitz. Ich möchte darauf hinaus, dass wir halt eben, wie wir seit Karl Marx wissen, also die Geschichte wiederholt sich erst als Tragödie, dann als Farce. Da muss ich aber sagen, sie hat sich bei Schalke 04 dreimal als Tragödie wiederholt. Also die Meisterschaft ist dreimal verdattelt worden. Ne? Und ich denke aber trotz alledem, dass man dieses Gesetz durchbrechen kann und jetzt muss es einfach her. Und ich glaube deshalb, weil sich diese Tragödie dreimal wiederholt hat, sind sie jetzt dran, jetzt sind sie reif, jetzt sind sie reif für den Titel. Ich erinnere da zum Beispiel an den Chronisten des Ayyubiden-Sultans Saladin, der Schlacht von Hattin. Der damals, ach, der mal wieder, der alte damals, Saladin. Der damals auf Bloomsbury TV. Auch auf Bloomsbury TV. Eine klassische, osterhausche Bezugsfläche. Na, und der damals ja zum Beispiel sagte, also in der Schlacht von Hattin, also nachdem... Nachdem es den islamischen Kämpfern gelungen war, den Hügel zu stürmen mit dem Zelt, aber das Zelt des fränkischen Königs war noch nicht gefallen. Da begann sie schon zu feiern und Saladin sagte, nein, die Schlacht ist erst gewonnen, wenn das Banner des Königs gefallen ist. Ne? Und da hatte man sich eben zu früh gefreut, das Banner des Königs war noch nicht gefallen. Wenn man diese Bilder von damals sieht, wie Oliver Kahn in der Pose eines germanischen Feldherrn, diese Truppe reorganisiert hat. Den FC Bayern beim Hamburger Sportverein. Beim Hamburger Sportverein. Das sind unglaubliche Bilder, die aber in der Schalker Psyche genauso fortwirken wie in der bayerischen Psyche. Und ich denke, es schreit wirklich nach einer Überwindung. Und Schalke 04 hat wirklich den Exorzisten wieder an Bord geholt. Hübschlebens ist der Einzige, der in der Lage ist, dieses Trauma zu überwinden. Er ist gewissermaßen der Max von Sydow des FC Schalke 04. Und es wird ihm gelingen, so war ich aus dem rheinischen Schiefergebirge stamme. Da wird gelacht. Ja, doch. Ein also Münchner für Dortmund, der X-Faktor. Ich dachte, es geht jetzt erstmal darum, ob man diese Ausführungen... aber den Glauben schenken kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer ein Mann der großen Reden. Ich habe immer gern großen Reden gelauscht und das war eine tatsächlich große Rede. Er redete viel, der Herr Osterhaus. Und er redete manchmal auch schlecht, aber heute redet er gut, ne, würde ich mal sagen. Und deswegen würde ich sagen... Ich denke, das geht in die nächste Runde. Ja, Schalke wird auf jeden Fall ein ernsthafter Konkurrent für Borussia Mönchengladbach. Dann sage ich mal mit Uli Wegner, okay Junge, nächste Runde, BVB. Nach Punkten habt ihr sie schon, aber jetzt nicht für die Galerie. Wir machen hier nichts mehr für die Galerie. Was macht denn jetzt der BVB? Ja, also der X-Faktor. Also wir haben ja sozusagen über die Trainer und Mannschaft muss man nicht mehr viel sagen. Das ist ja hinreichend beschrieben, genau. Aber ich würde gerne hinweisen auf die einmalig kreative und auch investigative Journaille rund um Borussia Dortmund. Wenn ich das kurz ausführen darf. Also es gab da die wunderschöne Begebenheit in den 90er Jahren. Zur größten Zeit von Borussia Dortmund spielte da der Spieler Knut Reinhardt. Der kam aus der Gegend, aus Westfalen, ein kantiger, blonder, wuchtiger Verteidiger. Zur selben Zeit spielte auch bei Bayer Leverkusen der Verteidiger Alois Reinhardt, ein Bayer mit eher schwarzem, langen Haar. Ein eher ruhiger Zeitgenosse, was aber eine lokale Zeitung nicht daran hinderte, da mal der Sache auf den Grund zu gehen und vor dem Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen zu titeln, Bruderkampf im Westfalenstadion. Da kam dann auch die Mutter zu Wort, die sagte, Knut war immer schon ein bisschen mehr der Racker und Alois der Ruhige. Es stellte sich dann heraus, und deswegen meine ich investigativ wirklich sehr gut, dass die beiden Brüder selber noch nichts wussten davon, dass sie Brüder sind. Was wiederum den damaligen Manager Michael Mayer dazu veranlasste, den Karl-May-Gedächtnispreis für kreativen Journalismus ins Leben zu rufen, den der Kollege natürlich dann auch sofort gewann. Und ich denke, das ist natürlich auch ein extrem belebendes Element im Umfeld von so einer Mannschaft. Und deswegen glaube ich, das ist dann wirklich der X-Faktor, der die Borussia Dortmund dann über die Linie bringt. Meine Herren, leuchtet das ein? Mir leuchtet das einigermaßen ein. Mir leuchtet das überhaupt nicht ein. Ihnen leuchtet es überhaupt nicht ein? Weil es nichts mit Zahlen zu tun hat. Steffen Hosdauer.
doch einleuchtend, weil Humor ist doch ein Faktor im Fußball, der nicht unwesentlich ist. Und den gibt es in Dortmund tatsächlich zu Genüge. Man denke da auch an Aki Watzke, einen humorvollen Clubchef. Clubchef, das gibt es doch ja, relativ selten. Und, außer in München. Insofern, in München natürlich. So, und da sind wir beim FC Bayern. Und seinem also überzeugend auf jeden Fall. Da möchte ich doch noch mal zurück. Genau, es gibt da nämlich einen Präsidenten, der sehr viel Humor hat, außer es geht um ihn. Der Präsident Ulrich Hoeneß ist nicht nur Präsident, sondern auch Wurstfabrikant gewesen. Wollten Sie gerade sagen, für eine schöne Wurst. Habe ich gerade bei Ihnen den Begriff Wurstfaktor rausgehört? Der X-Wurstfaktor, so. Und jetzt sind wir also nämlich genau an jenem Tag, an dem nämlich... Nicht wahr? Schalke 04 ist vergeigt, wo ein brüllender Titan im Hamburger Volksparkstadion damals noch über den Rasen fegt und sagt, weiter, immer weiter. Und dann sagt Stefan Effenberg zu Herrn Andersen, okay, mein Junge, drisch das Ding rein, dann gehen wir nach Hause und dann sind wir deutscher Meister. Dann haben sie die Champions League noch eingesackt. Und wenn ich an dieses Zitat nämlich denke, okay, lass uns das Ding reinhauen und nach Hause gehen, das hat sogar mal im Star Wars Universum nämlich geklappt, im ersten Star Wars, den es je gab, als Luke Skywalker in seinem X-Flügler, X-Faktor, auf den Todesstern hinzuflog, Darth Vader ihn schon fast hatte, Han Solo mit seinem Millennium Falcon reinflog und sagte, okay, Junge, lass uns das Ding in die Luft jagen und nach Hause fliegen. Und es gab nur noch einen Bumm. So, und wenn man das mit einem Wurstfaktor und einem X-Faktor verrechnet und dazu weiß, dass Don Osram die Wahl des Wurstfabrikanten war, dann können die Spieler heißen, wie sie wollen. Am Ende haben nur die Bayern die Nerven und alle anderen. Zumal ja auch für Don Osram ja auch die Zahlen sprechen. Er ist ja kürzlich, hat er ja als Spieler und Trainer zusammen, hat er ja sozusagen die meisten Bundesligaspiele Siege eingefahren. Deswegen würde ich Ihnen fast Glauben schenken, dass der FC Bayern zu einem ernsthaften Konkurrenz... Schmeckwitz steht an meiner Seite. Das sind die Kuhhändel, die hier gemacht werden. Nein, also die Frage, die sich mir eben zwingend gestellt hat, ist natürlich, also wo Sie über Wurst und so weiter schwadronieren. Also ist Hoeneß jetzt Weißwurst, Bratwurst oder Leberwurst? Die Frage müssen wir uns stellen, ganz klar. Also angesichts dieser Ausführung. Aber. Grundsätzlich war das sehr kreativ, was Sie gesagt haben, lieber Schmeichel. Sie waren kurz davor, mich zu überzeugen. Nur. Sie nehmen Anleihen aus Hollywood. Und ich beziehe mich auf höchst lebendige deutsche Fußballgeschichte. Und auch auf die Geschichte der Kreuzzüge. Und insofern muss ich sagen, sind Sie mit Ihrer Geschichte im Reich der Fiktion angesiedelt. Und da wird es auch bleiben. Die Bayern werden in diesem Jahr von der Meisterschaft träumen. Wenn Sie nicht glauben, irgendwie, dass... Ja gut, dann setzen Sie halt weiter auf Saladin. Was sagen Sie, Bayern? Also ich... fürchte in dem Fall, also Wurstfaktor und X-Faktor ergibt dann leider nur Würstchenfaktor. Also meine Stimme bekommen Sie leider nicht. Genau. Meine Damen und Herren, der Vorhang fällt. Wir sind betroffen, alle Fragen bleiben offen. Deutscher Meister wird nur der BVB, der S04, der FCB, der B... sonst was. Die BMG. Wir freuen uns sehr auf die Rückrunde. Haben wir ein Lied. Deutscher Meister wird nur der BVB. FCB. Nur der FCB. Deutscher Meister. Yeah. Prost. Bis nächste Woche. In zwei Wochen sehen wir uns wieder.